Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Markttechnik trifft MetaTrader 5 von Tradern für Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Freue mich, dass Sie heute anwesend sind und sich für das Thema interessieren. Bevor ich rübergebe an David, noch ein paar Kleinigkeiten, beziehungsweise ja, Kleinigkeiten sind es nicht, sondern große Schritte für uns als Broker. Wir haben heute offiziell den MetaTrader 5 Live-Konto auf unserer Webseite und Sie haben sicherlich über verschiedene Kanäle in den letzten Tage, Wochen mitbekommen, dass wir den MetaTrader 5 als erster Broker in Deutschland, ansässig in Deutschland anbieten. Und dieses ist jetzt bei uns möglich, seit heute auch, also auch das Live-Konto. Gerne, wer sich dafür interessiert, ich werde in den Chat den Link reinstellen. Und das passt auch natürlich ganz gut zum Thema, denn das, was AlgoCamp, was David heute vorstellen wird, ist ja für den MetaTrader 5. Und im Zuge dessen wird es auch für alle FX-Flat-Kunde noch eine Überraschung geben, aber sicherlich dazu gleich mehr. Deswegen es ist sicherlich durchaus gut, dass Sie auch bis zum Schluss bleiben. Und ja, ich werde die Links, wie gesagt, in den Chat reinschreiben und übergebe jetzt an David und an der Stelle auch nochmal ein Willkommen an dich. Freue mich, dass du mit uns das Webinar heute machst und bin natürlich sehr gespannt, was du uns heute anbieten wirst. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, Nelson. Mein Name ist David Warner. Ich bin der Geschäftsführer von AlgoCamp und habe heute wieder die Ehre, mit Ihnen die nächsten circa 60 Minuten verbringen zu dürfen. Heute mal ein anderes Thema als sonst. Sonst ging es ja eher so immer um die Entwicklung von den automatischen Handelssystemen, um die Strategieentwicklung, um so ein paar wichtige Randdetails, wie zum Beispiel das letzte Webinar, wo es um den Punkt ging, wann ein System nicht mehr funktioniert zum Beispiel. Und heute dürfen wir Ihnen endlich was Großes präsentieren. Ich denke mal, Markttechnik ist für viele von Ihnen schon ein bekannter Begriff. Früher oder später kommt eigentlich jeder Trading-Neuling mit dem Thema in Verbindung. Und der MetaTrader 5 ist gerade aktuell. Nelson hat es ja auch schon gesagt. Endlich gibt es auch einen in Deutschland ansässigen Broker, der ihn nun offiziell anbietet. Das ist der FX-Bet. Und der MetaTrader 4 ist halt. Ja, er ist extrem stark verbreitet. Er ist halt relativ alt inzwischen, aber eigentlich ziemlich stabil momentan. Und in dem Bereich Markttechnik und MetaTrader 5 oder generell MetaTrader gibt es eigentlich nichts auf dem Markt. Also wir haben lange recherchiert und haben uns irgendwann mal gefragt, wieso gibt es eigentlich noch nichts in dem Bereich? Also Markttechnik an sich ist ein sehr großer Bereich. MetaTrader an sich ist auch ein sehr großer Bereich, aber irgendwie fehlte da das Zusammenspiel zwischen den zwei großen Punkten. Da haben wir uns lange überlegt, was wir da machen können, und die Lösung war eigentlich auch relativ schnell klar, dass wir da ein Markttechnik-Add-on entwickeln möchten für den MetaTrader 5. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben meiner Meinung nach, da können Sie mich gerne korrigieren, falls es da andere Angaben gibt, das erste Markttechnik-Addon für den MetaTrader 5 in Deutschland entwickelt. Und das möchte ich gerne mit Ihnen heute durchgehen. Das heißt, ich zeige Ihnen das Addon im Live-Betrieb im MetaTrader 5 von FXFlat und dann erläutere Ihnen so ein bisschen die Vorteile gegenüber diversen anderen Markttechnik-Addons. Es gibt ja einige andere auf dem Markt für andere Plattformen, jetzt nicht für den MetaTrader. Und da möchte ich Ihnen auch ein bisschen genauer erläutern und zeigen, wo da der große Vorteil ist bei unserem Markttechnik-Addon. Bevor wir damit starten, damit Sie auch wissen, wer eigentlich hier am anderen Ende Ihres PCs sitzt und Ihnen alles erzählt, noch eine kurze Vorstellung von mir. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin David Warney, 26 Jahre alt und wohne und lebe momentan in Berlin. Meine Trading-Karriere, sage ich mal, begann eigentlich in einer Vermögensverwaltung.
Das war eine Vermögensverwaltung, in der ich 9 Jahre angestellt war. Und das war keine normale Vermögensverwaltung, sondern es war eine Vermögensverwaltung, die wirklich ausschließlich mit automatischen Handelssystemen ihr Geld verdient hat. Das heißt, meine Tätigkeiten waren da Handelssysteme programmieren, Handelssysteme verwalten, Strategien entwickeln und verwalten, Systeme betreuen und so weiter. Dort war ich dann 9 Jahre und habe dann natürlich da auch relativ schnell Blut geleckt an dem Thema und habe dann auch nebenbei angefangen, selbst zu traden, manuell und auch automatisiert. Das ist, denke ich mal, ganz klar, wenn man jeden Tag sieht, wie Systeme Geld verdienen, automatisiert am Markt, dann möchte man das auch nicht nur im Beruf, sondern auch privat. Ja, und irgendwann hatte ich dann auch genug von der Vermögensverwaltung und habe dann Ende 2015, Anfang 2016 Algocam gegründet. Was Algocam genau ist, kommt gleich in der nächsten Folie nochmal kurz und knapp. Ansonsten bin ich auch inzwischen eigentlich auf jeder World of Trading als Referent vertreten. 2015 das erste Mal, letztes Jahr war ich auch dort mit unserem Team. Auf den LB Days bin ich inzwischen auch regelmäßig und Traders gibt es, glaube ich, auch kaum noch eine Ausgabe, wo kein Artikel von mir veröffentlicht wird. Was ist eigentlich Algocamp? Algocamp ist ein Berlin, nicht ein Berlin, ein Unternehmen, das in Berlin-Mitte sitzt. Das heißt, getreu unserem Partner haben wir keinen Hauptsitz in Zypern oder sonst wo, sondern wir sitzen wirklich in Berlin und haben uns auf die Entwicklung und Programmierung von Handelssystemen und Indikatoren spezialisiert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Handelssystem entwickelt haben möchten, also programmiert haben möchten für den MetaTrader, für den NinjaTrader, für die TWS oder sonstige Programme, dann sind wir quasi genau der richtige Ansprechpartner. Außerdem verkaufen wir auch fertige Handelssysteme, fertige Indikatoren sowie das Markttechnik-Addon heute und beraten natürlich auch sehr gerne in dem Bereich Algo-Trading. Gut, was steht heute alles an? Nelson hat es ja zu Beginn schon gesagt, es lohnt sich heute auf jeden Fall bis zum Ende dabei zu bleiben. Es gibt nämlich eine ganz interessante FX-Flat-Aktion zu dem MTA. Das ist die markttechnische Trenderkennung, die wir heute vorstellen. Dann kommen wir zuvor erstmal nochmal kurz zur Agenda. Die erste Folie oder das erste Thema, mit dem ich mich gerne heute beschäftigen würde, wäre Markttechnik und die Probleme. Jeder, der schon mal ein bisschen mit der Markttechnik unterwegs war oder Erfahrung gesammelt hat, der kennt so die Standardprobleme. Wo beginnt was? Wo sehe ich hier Punkte im Chart? Wo nicht? Wo zeichne ich sie nur ein? Und so weiter. Nächste Folie wäre dann quasi die genaue Vorstellung von dem MTA. Was ist das eigentlich? Wieso gibt es ihn? Wieso sollte ich ihn mir zulegen? Welche Vorteile habe ich dadurch? Danach der ganz wichtige Punkt, unnötiger Zeitaufwand. Gerade für Neulinge in dem Bereich haben wir jetzt relativ viel Zeit, die wir investieren müssen, um im Chart die markttechnisch relevanten Punkte zu erkennen. Das haben wir mit dem MTA nicht mehr. Danach geht es zu der Trendverschachtelung, auch ein ganz interessanter Punkt, den wir im MTA realisiert haben, der in vielen anderen Add-ons zum Beispiel nicht vorhanden ist. Dann ganz fett markiert ist der statistische Vorteil. Das heißt, das Markttechnik-Addon, was wir heute präsentieren, ist nicht nur eine reine Erkennung. Das heißt, sie zeichnet nicht nur im Chart diverse Punkte ein für die Markttechnik, sondern in diesem Addon steckt auch noch eine große und aufwendige statistische Auswertung, was die einzelnen Vorteile betrifft der Markttechnik. Sie kennen das vielleicht, es gibt auf dem Markt unendlich viele Indikatoren, viele glauben an viele Indikatoren, aber wissen gar nicht genau, ob diese überhaupt profitabel sind. Beispielsweise Fibonacci, jeder kennt es, sehr, sehr viele traden danach, aber man muss sich irgendwann mal die Frage stellen, bringt das überhaupt was, hat das überhaupt einen Vorteil oder ist es einfach nur schön im Chart? Danach geht es um den effizienteren Markttechnik-Arbeitsstil. Das heißt, ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie mit unserem Add-on oder mit dem MTA noch effizienter am Markt unterwegs sein können, ohne groß Zeit zu investieren. Der drittletzte Punkt ist dann die objektive Trenderkennung von der Signallage und von der Großwetterlage. Das heißt, da möchte ich nochmal ganz genau erklären, wie eigentlich der Algorithmus von dem MTA tickt, damit ich Ihnen ganz genau zeigen kann, dass dort kein Bauchgefühl vorhanden ist, sondern dass der MTA wirklich auf
auf feste Richtlinien zurückgreift und die Punkte im Chart alle haargenau nach Regelvorgabe umsetzt. Und der vorletzte Punkt ist dann die Möglichkeit der eigenen Überprüfung. Das heißt, mit dem MTA können wir uns natürlich nichts mehr in die Tasche lügen oder uns irgendwas schönreden im Chart, sondern wir können uns einfach voll und ganz darauf verlassen, was der MTA dort anzeigt. Der letzte Punkt, dann der allerschönste Punkt, ist dann die MTA-Lizenz, die wir speziell für FX-Wett-Kunden oder für alle, die demnächst FX-Wett-Kunden werden möchten, entwickelt haben. Dort kommen wir dann zum Schluss und ich denke mal, der Punkt lohnt sich auf jeden Fall für alle, die sich für die Markttechnik interessieren. Gut, gehen wir mal aus der Präsentation raus und gehen einfach mal kurz auf unsere Webseite, um so ein bisschen die ersten Einblicke zu haben in die markttechnische Trenderkennung. Wenn wir auf iocamp.de sind, dann sehen wir oben bei Produkte den Punkt Markttechnik-Addon. Und dort sehen wir schon mal ein paar Informationen, was kann das System eigentlich. Und hier, wo ich eigentlich hin wollte, ist der erste Blick auf den MTA. Bevor wir jetzt so auf die großen weiteren Folien eingehen und nochmal mehr in die Theorie gehen, denke ich, macht es schon Sinn, wenn wir etwas erstmal auf den Chart schauen und überhaupt wissen, wovon reden wir eigentlich. Also in den Screenshots sehen Sie den MTA quasi live in Action. So wie es aussehen, wenn Sie es bei sich nutzen, ist auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht allzu einfach zu verstehen, weil da viele Informationen sind. Das ist aber auch nicht schlimm. Da kommen wir gleich nochmal im Chart genauer zu. So, gehen wir wieder zurück. Markttechnik und die Probleme. Ich denke mal, jeder, der schon mal nach Markttechnik gehandelt hat oder sich mit Markttechnik auseinandergesetzt hat, kennt die gleichen Probleme. Wir schauen auf den Chart und fragen uns, wo beginnt jetzt ein Trend? Wo haben wir die Bewegung? Wo ist die Korrektur? Und noch viel schlimmer ist, auf welcher Ebene gucken wir eigentlich? Also betrachten wir nur große Trends, betrachten wir kleine Trends? Wie tief gehen wir rein? Was ist ein Tief? Was ist ein Hoch? Die ganze Problematik ist halt wirklich besonders für Neulinge in dem Bereich ziemlich, ja, sagen wir ziemlich unangenehm und es geht ziemlich viel Zeit darauf, uns damit zu beschäftigen, die Punkte an sich zu erkennen. Das heißt, jeder handelt dann halt demnach auch unterschiedlich. Das heißt, ich sehe irgendwie an dem Punkt X mein Tief, der andere sieht dort kein Tief und hat da keine Korrektur, sondern sieht da nur eine Bewegung und. Das ist einfach ein Punkt, da gibt es sehr, sehr viel Spielraum. Algocamp an sich ist ja darauf spezialisiert, halt automatische Handelssysteme zu entwickeln oder Algorithmen zu entwickeln. Und deswegen haben wir halt ein System entwickelt, was diese Punkte erkennt, ohne Bauchgefühl, wo es einfach kein Wenn und Aber gibt, sondern es gibt einfach nur feste Vorgaben und diese feste Vorgaben werden halt auch mit dem MTA umgesetzt. Das heißt, wir schauen auf ein Chart, wir wenden dort den MTA an und sehen halt einfach die Punkte sofort. Das heißt, die markttechnisch relevanten Punkte sehen wir sofort und sie werden auch live mitgezeichnet. Das ist auch ein Punkt, einige Markttechnik-Addons bieten dieses Live-Zeichnen zum Beispiel nicht an oder das historische Zeichnen nicht an. Und Problematiken, die wir im Trading haben, wenn wir gar kein Addon verwenden, ist natürlich, dass wir jetzt auf den Chart sehen, wir erkennen gewisse Punkte, wir schauen 2-3 Stunden später rauf und dann ist es für uns klar gewesen, ach, das war ja alles nur ein kleines Rauschen, das hätte ich jetzt nicht als Korrektur oder als Bewegung wahrgenommen. Was steckt eigentlich genau hinter dem MTA? Also der MTA, es ist ja grob gesagt ein Markttechnik-Addon für den MetaTrader 5. Es ist zum einen eine Addon und zum anderen halt auch eine Investition in die Zukunft. Wieso eine Investition in die Zukunft? Wir haben es halt bewusst oder ganz bewusst für den MetaTrader 5 entwickelt. Ja, wir wissen natürlich, dass der MetaTrader 4 momentan ziemlich weit verbreitet ist und wahrscheinlich auch weit verbreiteter als der MetaTrader 4. Wir haben aber das Ganze aus Sicht des Kunden oder des Traders quasi betrachtet. Wenn ich mich für eine Add-on interessiere und das jetzt keine, nicht mehr 5 Euro kostet, sondern schon eine gewisse Summe kostet, dann möchte man natürlich als Trader relativ lange etwas davon haben. Das heißt jetzt nicht, dass der MetaTrader 4 übermorgen abgeschaltet wird, aber Produkte
die man sich für den MetaTrader 5 kauft, die haben halt einfach eine längere, ja, ich sag einfach mal eine längere Lebensdauer. Irgendwann kommt der Tag X, dort wird dann halt der Support für den MetaTrader 4 abgeschaltet. Wird wahrscheinlich nicht übermorgen sein und auch nicht übermorgen, aber der MetaTrader 5 ist halt einfach länger, er wird länger am Markt sein als der MetaTrader 4 momentan noch. Und deswegen ist es einfach aus Sicht des Traders sinnvoller, ein Add-on für den MetaTrader 5 zu entwickeln, für eine top aktuelle Software, als für eine etwas ältere, die aber natürlich trotzdem stabil läuft. Ja, das kann ich an der Stelle aber auch bestätigen als Broker, denn MetaQuotes, der Hersteller, der behebt jetzt nur noch Fehler. Das heißt, da wird gar nichts mehr entwickelt für den MetaTrader 4, sondern wirklich nur noch Bugs entfernt. Also die klare Richtung geht auf jeden Fall seitens den Hersteller, also MetaQuotes, nur noch Richtung MetaTrader 5. Genau, und das merkt man momentan auch schon in den Funktionen, wenn man sich einfach mal so ein bisschen mit dem MetaTrader 5 beschäftigt und dann mal wieder auf den MetaTrader 4 blickt, dann sieht man auch besonders aus Sicht eines Entwicklers, dort hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, sowohl was die grafische Oberfläche angeht, von den Funktionen her, was wir im Hintergrund alles noch machen können, das ist zum einen für den Entwickler einfach angenehmer, weil er einfach zeitgemäßer entwickeln kann und für den Trader ist es nochmal eine schöne Sache, weil er einfach so ein bisschen eher moderner unterwegs ist und natürlich auch angenehmere Funktionen hat. Früher, aktuell bei dem MetaTrader 4, man kann da sehr, sehr, sehr viel machen. Man kriegt viele Brücken gebaut oder baut sich viele Workarounds, es funktioniert alles. Aber wie gesagt, mit dem MTA ist es halt ein Add-on, wo Entwicklungszeit und auch Auswertungszeit von Monaten drin steckt und da hätte es auch aus unserer Sicht relativ wenig Sinn gemacht, das Ganze für den MetaTrader 4 zu entwickeln. Was wir uns auf die Fahne geschrieben haben oder intern auch besprochen haben, wenn die Kunden jetzt zu uns kommen und über die Trader zu uns kommen und sie wünschen, dass sie sich unbedingt für den MetaTrader 4 und wir haben unendlich viele Anfragen, müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Aber ich denke mal, der MetaTrader 5 hat einfach keine Nachteile. Ich meine, die Broker gibt es jetzt, FXBet bietet ihn jetzt an, die Kontoeröffnung kostet nichts und geht genau schnell. Wir können auf jeden Fall nicht weniger als mit dem MetaTrader 4, sondern eher im Gegenteil viel mehr. Was steckt hinter dem MTA? Hinter dem MTA steckt natürlich nicht nur Arbeit von Algocamp, das heißt von den Tradern und von den Entwicklern, sondern den MTA haben wir mit statistiktrading.de zusammen entwickelt und ausgewertet. Dort sitzen halt die Profis für die statistischen Auswertung. Die haben quasi die Basis geschaffen und haben die Markttechnik lange, lange Zeit über verschiedene Studien ausgewertet, wodurch wir halt auch diesen Edge in dem MTA einbauen konnten. Dazu kommen wir später auch. Das ist halt einfach ein Vorteil, den wir im Chart auch noch erkennen, wo es statistisch gesehen profitabler ist oder mehr Sinn macht, in eine Bewegung oder eine Korrektur einzusteigen. Das ist halt auch wieder ein Punkt, wodurch wir uns ganz stark abgrenzen von anderen Add-ons, dass wir halt nicht nur die Punkte im Chart einzeichnen, sondern auch noch auf eine Auswertung, auf eine statistische Auswertung zurückgreifen und diese dann auch live im Chart für den Trader einzeichnen. Gut, bevor wir zu den weiteren Folien gehen, würde ich einfach sagen, machen wir einfach mal den Chart auf. Da haben wir ihn auch schon. Das ist der MetaTrader 5 von FXBet. Und dort haben wir jetzt den DAX 30 CFD auf Minutenbasis. Zoom nochmal etwas näher ran. So, was sehen wir hier? Wir sehen auf den ersten Blick ziemlich viel Text. Wir sehen ganz klar unsere Punkte, die wir eigentlich in der Markttechnik haben wollen. Ich fange einfach mal an mit der Erläuterung. Was bedeuten genau die einzelnen Punkte? Also wir sehen jetzt natürlich zum einen die verschiedenen Trends. Wir sehen also, wir waren hier gerade in einer schönen Aufwärtstrendphase. Das sehen wir hier an den einzelnen Linien, die gezogen wurden. Wir sehen allerdings ja auch noch horizontale Linien. Wir sehen hier Linien, die lose rumlaufen und wir sehen hier auch etwas Text. Wenn ich noch etwas rauszoome, das habe ich jetzt rausgenommen, wegen der Originalauflösung sehen wir hier unten auch noch Text. Das ist im ersten Moment viele Informationen. Wenn wir genau wissen, was die anderen Sachen eigentlich bedeuten, dann erkennen wir recht schnell den Vorteil daran. Ich fange einfach mal an.
Was haben wir hier? Wir haben hier einen, ja, quasi einen Aufwärtstrend, der intakt ist. Ich beginne einfach mal hier unten mit dem Punkt. Wir haben halt hier eine Bewegung nach oben, wir haben eine Korrektur, also eine Bewegung, Korrektur. Das Ganze läuft immer so weiter. Und wir sehen auch hier wiederum, da am Beginn der horizontalen Linie ist eine, ja, eine Linie nach unten, die einfach nach unten führt und dann zu Ende ist. Was ist das genau oder was bedeuten eigentlich die horizontalen Linien? Mit der horizontalen Linie markieren wir Trendbrüche, sage ich mal. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Trendebene, sondern der MTA kann insgesamt 5 Trendebenen darstellen. Das heißt, wir hätten quasi ein, ich scroll einfach mal ein bisschen nach vorne, dann sehen wir es nochmal besser. Hier sehen wir es ganz gut. Hier laufen ein paar Linien parallel. Das heißt, wir haben da vielleicht grob gesehen einen gewissen Trend, und wir haben aber auch innerhalb dieser Bewegung nochmal kleinere Bewegungen, wie jetzt zum Beispiel hier. Hier haben wir eine Korrektur, hier war die Bewegung, die Korrektur in einem Aufwärtstrend, und hier wiederum hat der Algorithmus den Start eines Abwärtstrends quasi erkannt. Er hat hier angefangen zu zeichnen nach einem gewissen Algorithmus, wie wir die Hoch- und die Tiefpunkte erkennen, und begann mit dem Zeichnen. Hier oben der erste Punkt, er hat die Linie runtergezogen zum Low, der Kurs lief hoch und der Trend ist halt hier gebrochen. Somit ist er nicht mehr intakt und wird auch nicht weiter gezeichnet. Ich scroll einfach mal weiter nach rechts. Das war jetzt Dark Salt gegen, ja, gegen Mittag. Wir laufen hier weiter. Wir sind soweit noch in einem Aufwärtstrend, der ein bisschen verläuft. Wir haben hier wieder ein bis hoch. Es gibt wieder eine Korrektur und dann gibt es einen Trendbruch. Das heißt, genau hier wurde das Tief davor berührt und auch gebrochen. Das heißt, die Aufwärtstrendphase ist vorbei. Und die ein oder anderen fragen sich jetzt wahrscheinlich, ja, wie soll ich das eigentlich ganz, das Ganze erkennen? Wie soll ich erkennen, welcher Trend aktiv ist? Oder wie soll ich die ganzen Trendlinien auseinanderhalten? Wenn wir uns die Anzeige hier unten anschauen, die ist bei Ihnen auch immer dargestellt, die ist jetzt bei mir etwas verschoben wegen der Webinar-Auflösung, sehen wir hier unten auch U und Ds. Wofür steht das Ganze? Wir sehen hier U für Uptrends und D für Downtrends. Und das Ganze sehen wir in 5 Reihen. Das heißt, wir sehen in dieser Darstellung, in dieser Textdarstellung, welcher Trend quasi gerade aktiv ist und auf welcher Ebene welcher Trend aktiv ist. Wir sehen hier hinten, gab es den Bruch, der Aufwärtstrend ist hier quasi gebrochen, und in dem Moment haben wir eine trendlose Phase. Das heißt, wir sehen hier nur Striche eingezeichnet, weil der Markt danach sich nicht groß bewegt. Also wenige Bewegungen nach oben, wenige Bewegungen nach unten, das ist erstmal kein Trend. Und dann hier drüben geht es dann auch wieder los. Ich gucke mal, dass wir die Auflösung heute ganz gut hinbekommen, dass wir das auch sehen. Moment. So. Da geht es dann wieder los. Hier unten haben wir den ersten Punkt. Gegen, ja, kurz vor 13 Uhr heute haben wir mit dem Trend gestartet. Hier geht es hoch, hier geht es runter. In dem Moment hier beginnen wir auch schon mit dem zweiten Trend, den wir erkennen. Wir erkennen also hier wieder einen Abwärtstrend. Die Markierung wird gesetzt, der Markt läuft hoch, Abwärtstrend ist gebrochen, Trend ist vorbei. Aufwärtstrend von davor läuft weiter, er läuft hier hoch, er geht wieder in eine Korrektur. Und hier, die lila Linie ist der sogenannte Edge, den wir halt haben, diesen Vorteil. Das heißt, diese lila Markierung ist halt statistisch gesehen der, ja, ich sag mal, effizienteste oder profitabelste Punkt, wo wir die Markttechnik handeln sollten. Die Auswertung dahinter ist relativ komplex. Die gibt es auch bei Statistik Trading in dem Blog nochmal nachzulesen. Das ist eine Artikelserie über ca. 3 Artikel. Ist relativ groß, aber wer sich wirklich dafür interessiert und wissen möchte, wie dieser Edge generiert wird und was eigentlich genau dahinter steckt, kann sich das gerne durchlesen. Da kommen wir auch nochmal am Ende der Präsentation zu auf die Folie. So, und innerhalb dieser Bewegung sehen wir natürlich wieder die ganzen anderen Trendebenen. Das heißt, hier geht es wieder hoch, wir haben hier nochmal einen anderen Aufwärtstrend, der wird wieder gebrochen. Wir fangen hier an, auf einer anderen Ebene einen Abwärtstrend zu erkennen, der wird hier wieder gebrochen, hier geht es wieder los mit dem nächsten, der wird hier gebrochen und so weiter. Das heißt, wir haben hier bis zu 5 verschiedene Ebenen, die wir halt darstellen. Und damit wir das Ganze auch erkennen können oder unterscheiden können, gibt es halt die Textdarstellung hier mit den D und den Us.
Phase zieht sich halt einfach so durch. Je nachdem, wo gerade der Kurs sich befindet, werden dann dieser Textbaustein Baustein entweder über dem Chart oder unter dem Chart gezeichnet, je nachdem, wo gerade der Kurs ist. Das ist jetzt einfach so eine optische Sache. Wenn der Kurs gerade oben ist, dann wird es entsprechend runtergezeichnet. Und andersrum, dass es halt auf dem Bildschirm einigermaßen gut ausgefüllt ist. So, was Sie auch ganz oft sehen, das sind diese kurzen Texte hier mit 2 Bars up, 4 Bars down. Das ist quasi eine Erläuterung für, wieso gewisse Punkte eingezeichnet werden. Das heißt, was heißt eigentlich für uns ein Hoch oder was heißt für uns ein Tief? Die ganze Erkennung basiert halt auf der sogenannte, ja, ich sag mal, 4 Bars up, 2 Bars down Pattern. So nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, dass wir den Start einer Long-Richtung erkennen, müssen halt quasi erstmal 4 Bars nach oben steigen, gefolgt von 2 Bars down, damit wir halt diese Punkte erkennen. Das heißt, wir wissen natürlich in dem aktuellen Moment jetzt hier, wo die Maus zum Beispiel ist, gar nicht, ist das jetzt ein Hoch. Für uns ist es halt dann ein Hoch, wenn wir darauf folgen, 2 Candles haben, die halt nach unten gehen. Dann wissen wir, okay, das ist jetzt ein Hoch, dieses Hoch wird gezeichnet. Das ist halt das, was ich am Anfang auch angesprochen habe, dass diese Trenderkennung, diese markttechnische Trenderkennung halt wirklich auf feste Regeln basiert. Und damit Sie auch so ein bisschen, es ist gerade für den Anfang ganz sinnvoll, wissen, was der Algo eigentlich genau macht und wieso er was macht, gibt es halt diese Zeichnungen im Chart. Die können Sie halt auch aufstellen, wenn Sie irgendwann fit genug sind oder sagen, irgendwie sehe ich immer noch Text, ich will endlich den Kurs sehen und den Markt handeln, dann können Sie das natürlich auch ausblenden. Aber für den Anfang ist es wirklich sehr hilfreich. Wir haben die Texte dauerhaft aktiv, weil es einfach sinnvoll ist, und ganz, ganz interessante, ja, ganz interessante kleine Informationen einfach während des Tradings bieten. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar Charts weiter. Das ist jetzt der Minutenchart von dem DAX. Wir sehen jetzt halt hier, es läuft auch auf allen anderen Zeitebenen. Es ist ein bisschen herangezoomt, gehen wir ein bisschen raus. Hier haben wir auch den 5-Minuten-Chart. Wir sehen hier den 30-Minuten-Chart, den Stunden-Chart. Das Ganze haben wir hauptsächlich für den Heiken-Ashi-Chart entwickelt. Es funktioniert natürlich aber auch mit Candle-Charts. Das heißt, hier haben wir auch die Candle-Chart-Darstellung. Primär haben wir das System oder den Algorithmus halt für die Heiken-Ashi-Charts entwickelt, einfach aus dem Grund, weil wir dort einfach weniger Rauschen im Markt haben. Wir haben halt hier einfach Trends, sind einfach klarer zu erkennen. Wenn ich jetzt mal kurz zurückgehe, wir sehen halt einfach nur durch die Farben ganz klar, wo der Markt gerade hingeht. Grüne Phasen, blaue Phasen laufen halt nach oben, rote Phasen laufen nach unten. Hier haben wir einfach ein bisschen weniger Rauschen und das wenigere Rauschen in der Darstellung ist unserer Meinung nach einfach angenehmer für die Erkennung der markttechnischen relevanten Punkte. Aber im Endeffekt ist es Ihnen überlassen. Also Sie können es auch auf Candle-Charts anwenden oder aber auch auf die Heiken-Ashi-Charts. Die Installation und die Anwendung an sich ist eigentlich auch relativ einfach, finde ich, wie wir es umgesetzt haben. Sie müssen einfach nur, wenn Sie den MTA erworben haben und installiert haben, dann öffnen Sie einfach nur einen neuen Chart. Ich nehme jetzt einfach mal den DAX 30, 5-Minuten-Candles. Dann bekommen Sie auch von uns ein Template mitgeliefert. Das können Sie nutzen, müssen Sie aber nicht nutzen. Es wird einfach nur angepasst für die grafische Darstellung. Einfach einen Rechtsklick auf Vorlagen und dann haben Sie hier die MTA-Vorlage. Und dann müssen Sie auch nur noch bei den Experten den MTA auswählen. Das ist momentan die Version 1.1 hier installiert. Aktuell ist die Version 1.5. Dort gibt es auch ein paar kleinere grafische Fehler, die behoben wurden. Dann haben Sie hier 2 Parameter. Einmal, dass Sie die Texte deaktivieren können, die Ihnen eventuell zu viel sind. Und der zweite Parameter ist einfach der Lizenz-Key. Das heißt, wenn Sie eine Lizenz erworben haben, bekommen Sie speziell für Ihr Konto einen Lizenz-Key. Den müssen Sie hier eintragen. Klicken auf OK und dann geht es auch schon los. Das machen wir jetzt einfach mal kurz live zusammen. Ich muss mir kurz aus dem anderen Chart meinen Lizenz-Key kopieren. Abschreiben oder kopieren bringt leider nichts. Ist gebunden an meine Kontonummer. Also neuer Chart. Ich wende ihn an, trage hier meinen Key ein, drücke auf OK.
warte kurz und dann sehe ich auch gleich schon alle Punkte eingezeichnet. Normalerweise. Ja, da sind wir schon. Kleine Verzögerung. So, also das Add-on ist jetzt installiert. Historisch wurden alle Punkte so gezeichnet. Und wir sehen auch schon, er beginnt halt sofort mit der Kennzeichnung, welche Trendebene ist aktuell aktiv, und er zeichnet auch live einfach die Punkte mit. Gut, ich denke mal, jetzt haben Sie einigermaßen einen guten Einblick in die in das Add-on, wie es eigentlich aussieht. Wie gesagt, es ist funktionsfähig mit allen Instrumenten oder Assets, die halt im MetaTrader angeboten werden von FXFlat. Installation ist halt wirklich einfach, es sind einfach nur zwei Dateien, die Sie im Endeffekt dann einkopieren müssen. Sie haben hier oben im MetaTrader unter Datei den Dateiordner. Dort sind die ganzen Indikatoren, Handelssysteme, Templates und so weiter abgelegt. Dort müssen wir einfach den Experten hier reinlegen, legen das Template noch rein, starten den MetaTrader neu und dann geht es auch schon los. Gut, ich wechsle an dieser Stelle zurück zu der Präsentation. Vielleicht kann ich eine kurze Frage hier beantworten. Ja. Und zwar war gefragt, ja, ob CapTraderCon entsprechend dieses Add-on auch nutzen können. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass der MetaTrader 5 eine Schnittstelle zu Interactive Brokers anbietet. Und deswegen werden wir auch in diese Richtung auch arbeiten und da entsprechend auch was vorbereiten, sodass CapTraderCon eventuell Ende des Jahres bzw. im Jahr 2018 vielleicht in die Gelegenheit kommen, den MetaTrader 5 auch zu nutzen. Genau, super Information auf jeden Fall. Dann gehe ich mal wieder in die Präsentation rein. Gut, also was hatte ich jetzt gesagt? Genau, wir wollen keine zeitaufwendige Trendinterpretation mehr haben. Das kenne ich auch gerade von mir, als ich relativ neu war auf dem Bereich der Markttechnik. Ich saß den ganzen Tag davor und habe mich halt immer gefragt, wo sind jetzt hier nun die Punkte? Ist das jetzt eine Bewegung? Ist das eine Korrektur? Welche Trendebene ist gerade aktiv? Ich muss es einfach zugeben, gerade für einen Neuling in dem Bereich oder auch für eine Fortgeschrittene, das ist einfach ein Thema, wo man viel Zeit investiert. Und gerade wenn wir mehrere Märkte beobachten, dann haben wir oft einfach irgendwann nicht mehr den Nerv, aber auch nicht die Zeit und eventuell auch nicht die Lust, den ganzen Tag einen Chart offen zu haben und dann händisch die ganzen Linien einzuzeichnen. Das ist einfach ein großer Aufwand. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben 10 Charts offen, haben die Major Devisen offen und noch ein paar CFDs, dann geht es einfach auf die Zeit. Dann machen Sie den ganzen Tag nichts anderes mehr, außer die ganzen Linien einzuzeichnen. Haben dann am Ende des Tages vielleicht einigermaßen gut die Punkte erkannt, aber dann kein Trade abgesetzt. Und das soll der MTA nämlich auch verhindern, dass Sie sich halt wirklich auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich dem Handel nach der Markttechnik und nicht dem Malen im Chart, sage ich mal. Genau, das feste Regelwerk ist sehr, sehr wichtig, gerade auch bei, wenn wir mal an die automatischen Handelssysteme denken, ein sehr wichtiger Punkt. So eine kleine Geschichte aus dem Alltag auch von uns. Wir entwickeln ja ziemlich viele Handelssysteme und verkaufen auch fertig entwickelte Handelssysteme. Beide basieren sowohl auf einem Backtest, der einfach 10 Jahre lang lief, oder eine andere Jahreszahl. Und wenn man dann die Systeme live bei den Kunden in Aktivität sieht, da geht es natürlich los. Dann werden Trades manuell geschlossen oder irgendwie stehen Frankreich-Wahlen an. Dann sagt man sich, uiuiui, ich mache mal lieber aus oder ich schließe die Position mal lieber und so weiter. Wenn man dann zurückdenkt, im Backtest gab es sowas zum Beispiel auch nicht. Im Backtest, da hat das System einfach so agiert, wie es ihm gesagt wurde. Da war es ihm egal, ob heute irgendjemand Neues in den Staaten gewählt wurde, ob irgendwo was Schlimmes passiert ist oder nicht. Es hat einfach das gemacht, was das Regelwerk besagt. Und das Ganze wollten wir halt auch auf die Markttechnik übertragen. Das heißt, der MTA
dem ist es wirklich egal, was gerade am Markt los ist. Es agiert so, wie es ihm einmalig gesagt wurde. Und das, was ihm quasi einmalig gesagt wurde, das ist halt nicht aus einer Lust und Laune heraus entstanden, sondern wie ich das schon am Anfang erwähnt habe, basiert es halt wirklich auf Auswertung. Statistische Auswertung, wo macht es Sinn, die Markttechnik zu handeln und wie macht es Sinn, was auch viel Probierarbeit zur Folge hatte, wie macht es Sinn, die Punkte an sich zu erkennen. Was ist, wie erkenne ich ein Hoch, wie erkenne ich ein Tief und so weiter. Genau, ganz wichtig ist auch die Realtime-Erkennung. Es bringt uns ja nichts, wenn ich jetzt historisch ganz schön die Punkte erkannt habe. Für historische Erkennung kann ich wahrscheinlich auch einfach den Zickzack-Indikator nehmen. Hab die ganz schön, aber im Live-Betrieb bringt es mir dann nichts zu wissen, was heute früh aktuell war, sondern ich möchte wirklich wissen, wo sind wir jetzt, an welchem Punkt sind wir jetzt, was haben wir gerade für eine Phase, in welchem Moment bewegen wir uns am Markt. Ja, im Candle-Chart und Heiken-Ashi-Chart hatte ich ja schon erwähnt. Heiken-Ashi-Charts sind ja von uns, sage ich mal, empfohlen, aber wie gesagt, es funktioniert wirklich mit beiden. Mit beiden Darstellungen. Für uns war die Variante einfach nur eleganter, weil wir so ein bisschen das Rauschen draußen haben. Und da das, die Markttechnik aus unserer Sicht ein bisschen angenehmer ist, einfach in der visuellen Darstellung. Ja, aktive Trends bei Trendverschachtelung, auch ein ganz großes Thema in der Markttechnik immer wieder. Wer kennt die Frage nicht? Ha? Welcher dieser Trends ist jetzt nun aktiv? Welchen soll ich handeln? Beginnt jetzt ein neuer Trend? Ist der alte noch aktiv? Und so weiter. Das Ganze haben wir, ja, ich sag mal einfach aus der Welt geschafft mit dieser Trend-Relevanz-Anzeige. Das war diese Darstellung, die Textdarstellung im Chart mit den U und den Ds. Da haben wir einfach die Erkennung der fünf verschachtelten Trends. Und da lässt sich auch erkennen, welcher Trend ist gerade aktiv, wo ist ein Trend gerade am Entstehen und wo ist halt eventuell dementsprechend auch ein Gegensignal zu entstehen. Das ist halt auch ein Punkt, wenn wir das manuell machen, oder ja, oder einen anderen Add-on haben, ein Add-on haben, eine Feld ist uns natürlich schwer, das herauszufinden. Wir haben dann vielleicht die automatische Erkennung, wir haben sie im Chart, das wird alles automatisch eingezeichnet. Aber die Frage, welcher Trend jetzt nun aktiv ist und welcher relevant ist und wie relevant ist, diese Anzeige haben wir halt mit dem MTA. Ja, der statistische Vorteil, das war für uns ganz wichtig, dass wir den MTA überhaupt entwickeln. Wir haben in der Vergangenheit ziemlich viele Anfragen bekommen von Tradern. Die wollten halt einfach ein Add-on haben für den MetaTrader und wollten, dass wir dort die Markttechnik einfach nur erkennen, zum Teil auch traden. Als einzelnes Projekt ist es natürlich einfach für einen einzelnen Kunden, wenn man sich das durchrechnet, wir würden dieses System für einen Kunden entwickeln, und hätten dort halt wirklich monatelang statistische und Programmierarbeiten getan, dann wäre das für eine Einzelperson ja kaum bezahlbar gewesen. Die fertige Lösung, wieso wir uns dann für die fertige Lösung entschieden haben, hat halt zwei Gründe gehabt. Zum einen können wir den MTA so für die Masse einfach günstiger anbieten, weil quasi die Arbeitszeit, die Supportzeit und so weiter, die halt auch durchgehend in den MTA fließt, aufgeteilt werden. Dass quasi jeder Trader ein kleines Stück Kuchen bezahlt von der großen Torte, sage ich mal. Und der zweite Grund, wieso wir uns dazu entschieden haben, ist einfach die statistische Analyse. Und gerade in dem Bereich Trading, egal ob jetzt automatisiert oder manuell, gibt es so ja, unendlich viele Mythen. Gerne sucht sich ein Trader irgendeinen Indikator aus und schwört darauf und handelt danach. Und dann ja, kommt irgendwann mal jemand auf die Idee, leider nicht die Person, die darauf schwört, sondern irgendwer anders und wertet diesen Indikator oder diese Methode einfach mal aus und stellt dann fest, das hat gar keinen Vorteil. Also ich könnte jetzt genauso gut würfeln, anstatt jetzt den Indikator XY zu verwenden. Das ist in dem Trading-Bereich leider ein ganz weit verbreitetes Thema, was gerade Indikatoren angeht. Und das haben wir halt bei dem MTA nicht. Das heißt, beim MTA haben wir jetzt nicht, weil es irgendwie gerade Trend ist oder also wenn nicht der Markttrend, sondern einfach modern ist, die Markttechnik zu handeln oder weil es einfach schön im Chart aussieht, sondern wir haben den MTA halt entwickelt, weil er wirklich auf einer Auswertung basiert, die öffentlich ist. Wie gesagt, bei statistiktrading.de gibt es eine Artikelserie von drei
drei großen Artikeln mit Zahlen, wo nichts verheimlicht wurde. Das heißt, dieser Vorteil in dem MTA ist jetzt nicht geheim, sondern Sie können dort einfach nachlesen, wie wir auf diesen Vorteil gekommen sind. Das ist halt für uns als Entwickler von automatisierten Handelssystemen, die halt klare Regeln verfolgen, ganz wichtig. Effizienter Arbeitsstil, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Es macht einfach, gerade in der heutigen Zeit, wo wir immer weniger Zeit haben und den Alltag immer besser durchplanen und die PCs, Rechner, Smartphones, alles für uns übernehmen lassen, sei es das Licht zu dämmen oder irgendwas auf die Einkaufsliste zu packen. Das Ganze geht natürlich beim Trading auch nicht vorbei. Das heißt, wir haben, nur weil wir Trader sind und den ganzen Tag vom Rechner sitzen, jetzt nicht die Zeit, irgendwie 20 Charts gleichzeitig zu analysieren und den ganzen Tag darüber zu diskutieren, wo wir was sehen im Chart. Das haben wir mit dem MTA einfach nicht mehr. Wir haben einfach ein Hilfsmittel im Alltag, was uns einfach effizienter das Trading ermöglicht. Die Möglichkeit der eigenen Überprüfung finde ich interessant. Das geht auch auf diesen Punkt vorhin von eben zurück mit den Indikatoren, wo sich einige Leute mit was in die Tasche lügen. Das haben wir hier beim MTA dann wiederum nicht, weil wir einfach quasi von einem Roboter überprüft werden. Das heißt, wir traden die Markttechnik, haben den MTA aktiv. Und dann können wir uns nicht irgendwo irgendwelche Punkte in den Chart einlügen, weil wir wahrscheinlich den ganzen Tag nicht getradet haben und suchen jetzt unbedingt nach einer Gelegenheit, um irgendwo zu traden. Das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Dann sieht man einfach Geister im Chart. Dann bewegt der DAX sich mal um 10 Punkte und schon sehen wir hier das nächste Erdbeben kommen und traden ist, weil wir einfach gerade Langeweile haben beim Trading und neigen dann zu den Langeweile-Trades. Das Ganze passiert ganz oft auch bei der Markttechnik. Wir gucken auf den Chart. Es passiert nichts und denken uns einfach irgendwelche Punkte aus und sagen, ah, das ist doch jetzt hier der nächste Punkt, hier kann ich jetzt einsteigen, endlich habe ich einen Trend gefunden. Das geht mit dem MTA nicht mehr. Ja, der MTA ist es quasi ein kleiner Roboter an Ihrer Seite, der Ihnen einfach ganz klar sagt, das hier ist kein Tief, kein Hoch für mich, das ist jetzt kein Trend, keine Korrektur oder ähnliches, sondern ja, Sie haben einfach kein Bauchgefühl mehr, was Sie in diesen Chart hereinsetzen können. Das ist ganz wichtig und so ein ganz großer Mehrwert, der Ihnen dadurch, denke ich mal, geboten wird, weil Sie einfach ganz objektive Trends haben, die wirklich so 100% objektiv sind. Feste Regeln, kein Bauchgefühl, was wir einprogrammiert haben. Wär vielleicht auch mal möglich, ein Bauchgefühl zu entwickeln, aber es macht ja alles keinen Sinn. Deswegen steht ganz groß auf der Fahne vom MTA halt die 100%ige Objektivität in allen Punkten, in dem Edge und auch in den ganzen Trenderkennungsfunktionen. So, dann kommen wir auch zu der großen Überraschung von heute. Wir hatten ja, der MTA ist inzwischen schon einige Wochen am Markt. Es gab bisher immer eine allgemeine Lizenz für 1.350 Euro. Die war gebunden für ein Konto. Das heißt, Sie kaufen sich das Add-on, schicken uns eine Kontonummer von Ihrem MetaTrader 5 Konto und erhalten dann eine lebenslange Lizenz für dieses eine Live-Konto. Dazu kriegen Sie natürlich noch ein Benutzerhandbuch und die Installationsanleitung. Und wir haben uns noch eine kleine, auch große Sache überlegt für alle FX-Flat-Kunden und auch für alle FX-Flat-Kunden, die es noch werden wollen, hoffentlich, dass wir eine FX-Flat-Lizenz für den MTA angeboten haben und entwickelt haben. Die kostet nur 999 Euro und funktioniert nur mit dem MetaTrader von FXFlat. Wie läuft das genau ab? Die Funktionen sind alle haargenau, das heißt, es ist keine abgespeckte Version. Sie haben alle Funktionen wie auch in der normalen Lizenz. Sie haben sogar noch eine weitere Funktion. Und zwar erhalten Sie in der FXFlat-Lizenz zwei Lizenzschlüssel. Ein Lizenzschlüssel für Ihr Live-Konto und ein Lizenzschlüssel für Ihr Demo-Konto. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel jetzt noch kein Live-Konto haben kein MetaTrader 5 Live-Konto haben bei FXBet, weil Sie noch nicht dazu gekommen sind oder es immer vor sich hinschieben, dann ist es natürlich kein Problem. Dann können Sie auch einfach sagen, okay, ich hole mir den MTA und lasse es einfach erstmal auf dem Demo-Konto laufen. Die Kurse sind dann dort auch live. Dann können Sie auch theoretisch auf Ihrem MetaTrader 4 Konto bei FXBet danach handeln. Und wenn Sie dann Ihr Live-Konto eröffnet haben, dann können Sie uns einfach Ihre Live-Konto-Nummer zuschicken.
und dann erhalten Sie den entsprechenden Lizenzschlüssel dafür. Noch eine ganz wichtige Information zu dieser Erkennung an sich. Wir selbst überprüfen beim Kauf jetzt nicht, rein theoretisch können Sie die FXLet-Lizenz auch kaufen und sagen, ha, ich bin ja gar nicht Kunde bei FXLet, möchte es auch gar nicht werden, aber ich kaufe sie mir einfach mal und gebe das einfach an. Können Sie theoretisch natürlich machen, aber praktisch läuft dieser MTA, den Sie dann erhalten, nur mit dem Metatrader von FXLet. Das heißt, wenn Sie ihn jetzt beim Broker XY installieren und sich dachten, ha, spare ich ein bisschen Geld bei dem Kauf, dann wird das einfach nicht funktionieren. Und da, um auch zu der wichtigen Information zu kommen, die für Sie wahrscheinlich relativ wichtig ist, wir kommunizieren natürlich nicht mit Ihrem Konto. Das heißt, der MTA an sich hat eine Funktion eingebaut. Wenn Sie ihn installieren, dann überprüft er einmalig selbst intern, mit welchem Trading-Server bin ich eigentlich verbunden. Wenn er mit FXFed verbunden ist, dann funktioniert er wunderbar. Und wenn er halt nicht mit FXFed verbunden ist, dann funktioniert die FXFlat-Lizenz nicht und dann benötigen Sie halt die große Lizenz. Genau, ansonsten Benutzerhandbuch und Installationsanleitung sind bei beiden Lizenzen dabei. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben an den MTA und noch kein Konto haben, dann ist es natürlich kein Problem, das können Sie jetzt immer noch eröffnen und parallel oder nach den MTA für Ihren FXFlat MetaTrader 5 kaufen. Das ist alles kein Problem. Ansonsten, wie gewohnt bei AlgoCamp, Support ist immer vorhanden. Sie können uns natürlich Fragen stellen per E-Mail via Live-Support. Wenn gerade Live-Support besetzt ist, dann sehen Sie auf der Webseite unten rechts den Live-Support-Button. Ansonsten rufen Sie uns einfach an, schicken uns eine E-Mail oder machen einen Termin aus und kommen einfach vorbei bei uns persönlich im Büro in Berlin-Mitte. Und stellen einfach doch Ihre Fragen, sind relativ offen, was es angeht. Gut, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, sind wir jetzt so inhaltlich eigentlich ganz gut durchgekommen. Wir können mal schauen, ob wir hier noch ein paar Fragen haben. Ja, Sie haben jetzt mal die Liste durch. Sie haben die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen, wenn Sie zum Add-on Fragen haben. Ansonsten an dieser Stelle auch nochmal Dank an AlgoCamp, dass wir da zusammen diese Aktion für unsere Kunden durchführen können. Ich habe auch einen Link von unserer Webseite in den Chat gestellt. Vielleicht könntest du kurz auch mal da auf unsere Webseite kurz gehen. Genau. Der ist ja auch schon offen. Genau, hier oben bei Handelsplattform auf fxflat.de unter Addons bei Markttechnik MTA. Genau, da haben wir auch eine extra Seite dafür erstellt, wo Sie natürlich die gleichen Informationen bekommen und eine Weiterleitung zu der Webseite von AlgoCamp natürlich erfolgt, wenn Sie unten entsprechend auf Markttechnik MTA anklicken, dann kommen Sie auf die Webseite von AlgoCamp. Ja. Und selbstverständlich können Sie auch uns dazu befragen, wenn Sie da Interesse haben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Live-Konto. Wenn Sie schon Live-Kunde bei uns sind und MT4 haben, wir haben da auch eine Regelung, wie Sie dann natürlich auch ein MT5 Live-Konto eröffnen können, ohne jetzt den Antrag nochmal neu zu stellen. Einfach unser Team kontaktieren, dann können wir da entsprechende Informationen geben. Und ansonsten sehr gerne freuen wir uns, wenn Sie sich dafür interessieren und dann auch an dem Preis natürlich etwas sparen möchten, dann vorher bei uns Live-Konto zu eröffnen. Gut, ja, Fragen kommen nicht, aber ich muss auch sagen, das Webinar war auch mit sehr vielen Details versehen. Von daher denke ich, dass das wirklich eine gute Vorstellung war. Wir werden die Aufzeichnung auch bei uns auf die Webseite stellen, also genau diese Seite, die Sie jetzt sehen, so dass Sie sich das Ganze nochmal angucken können. Und David, da kommen jetzt die Fragen rein, wunderbar. Vielleicht kannst du da entsprechend nochmal drauf eingehen. Na klar, ich schau mal durch. Vielleicht eine Frage noch, die bezieht sich auf FXFlat.
Also ein spezielles FX-Flat-Konto brauchen Sie nicht, sondern Sie brauchen halt ein MT5-Konto, und um entsprechend das Add-on nutzen zu können. Ja? Einfach morgen nochmal uns kontaktieren, da können wir die ganze Prozedur kurz besprechen. Ansonsten die zweite Frage ist, ob das Add-on auch als EA geplant ist. Genau, die Anfrage kam auch schon öfters. Momentan ist es halt wirklich nur als nicht handelndes Add-on geplant. Natürlich kann man dort daraus auch ein EA entwickeln, was auch automatisiert handelt. Hintergrund eigentlich hinter dem MTA ist halt, dass wir die Erkennung wirklich zu 100% automatisiert haben, aber der Trader trotzdem noch seine eigene Interpretation oder sein eigenes Verständnis oder seinen eigenen Trading-Stil mit einbringen kann. Deswegen haben wir da kein automatisches Trading momentan aktiviert im MTA. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, also nutzen Sie jetzt noch die letzte Chance. Zeit haben wir eigentlich noch ein bisschen. Ansonsten, wie gesagt, schauen Sie sich das Webinar ruhig nochmal an, wenn die Aufzeichnung online ist, dann oder kontaktieren Sie das Team von AlgoCamp. Die stehen natürlich für Sie zur Verfügung und bieten Ihnen natürlich die besten Informationen dazu, aber auch gerne auch uns kontaktieren. Wir werden dann entsprechend auch die Fragen bzw. Anfragen weiterleiten. Und ja, scheinen jetzt keine weiteren Fragen zu kommen. Deswegen danke für die Teilnahme. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da heute anwesend waren. Und danke natürlich an David für das Webinar und natürlich für die gemeinsame Aktion. Und ich bedanke mich nochmal und wünsche allen noch einen schönen Abend und übergebe David, du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch auf jeden Fall bei allen Zuhörern und Zuschauern. Macht immer wieder Spaß, die Webinare gemeinsam mit FXBet durchzuführen. Ich denke mal, so inhaltlich kriegen wir da immer ganz gute Themen hin, die auch wirklich Mehrwert haben, wo ich auch ganz gut den Übergang bekomme zu den nächsten Webinar. Oh, das war zu viel. Ich glaube, am 2. Mai geht es auch schon wieder weiter mit der nächsten Webinarreihe gemeinsam mit FXFlat. Das ist am 2.5. Teil 1, vollautomatische Handelssysteme, mehr als nur zwei kreuzende Durchschnitte und eine Blackbox. Das ist eine neue Webinarreihe von uns, die insgesamt 4 Teile hat. Dann geht es ein bisschen darum, auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus zu entwickeln. Das heißt, automatische Handelssysteme müssen nicht immer nur SMA 1 kreuzt SMA 2 bedeuten, sondern es gibt auch viel interessantere und exotische Beispiele, wie zum Beispiel das Trading nach Google-Suchanfragen oder das Trading nach Mondphasen oder nach Twitter-Signalen. Da gibt es halt wirklich ein ganz großes Spektrum, und dort ja, möchten wir gerne in der vierteiligen Webinarreihe so ein bisschen das Ganze genauer näher bringen, damit Sie auch so ein paar Ideen vielleicht entwickeln für eigene Handelsstrategien oder so ein bisschen merken, was alles noch so möglich ist am Markt. Und sonst noch eine kleine Information für alle, die in Berlin oder in der Nähe wohnen. Am 17. Mai haben wir die erste AlgoCamp Poker Night in Berlin. Dort, ja, haben wir so eine kleine gemütliche Pokerrunde mit Catering-Getränken, wo wir einfach in einer exklusiven Trader-Gruppe gemeinsam pokern, also ein bisschen über das Trading reden, man sich miteinander austauschen kann, neue Kontakte knüpfen kann. Und dort lohnt sich die Teilnahme auch auf jeden Fall. Am 17. Mai geht's los in Berlin-Mitte, je nach Größe wahrscheinlich im Büro von AlgoCamp. Tickets sind noch verfügbar, wer so Interesse hat. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer. Ansonsten sage ich auch vielen Dank für Ihre Zeit, und wir hören und lesen wahrscheinlich demnächst wieder. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.